Hallo zusammen, ihr kennt bestimmt das Problem, draußen schneit es, ihr müsst raus den Schnee schieben und hinterher steht ihr da und habt Rückenschmerzen. Ich möchte euch heute mal ein paar Tipps geben, was ihr dagegen tun könnt. Schönerweise hat sich John bereit erklärt, mir ein bisschen als Opfer zur Seite zu stehen. Mein erster Tipp, was immer gut tut, ist Wärme. Ein einfaches Kirschkernkissen oder eine Wärmflasche, Körnerkissen, warm machen und schon mal auf den Bereich im Rücken legen, der euch am meisten wehtut. Kleiner Tipp von mir, natürlich geht auch die Heizdecke, alles wunderbar. Aber eine feuchte Wärme geht oft tiefer in die Muskulatur rein und ist dadurch noch viel angenehmer. Gerade wenn es euch im unteren Bereich wehtut, habe ich noch einen weiteren Tipp für euch. Dazu braucht ihr eine Klappbox und eine Decke. Und ich glaube, das haben wir fast alle zu Hause. John, würdest du mal bitte runter auf den Boden gehen? Seitlich oder gerade? So. Gut, dann leg dich auf den Rücken bitte. Jawohl. Das Körnerkissen legt ihr euch dabei unten unter den Rücken. Da, wo es euch wehtut. Und die Füße legt ihr dann oben auf die Klappbox. Das ist die sogenannte Stufenlagerung. Mit dieser Stufenlagerung ist eure Wirbelsäule ganz tiefenentspannt und kann sich erstmal wieder lockern und alle Wirbel wieder dahin bewegen, wo sie am liebsten sind und die Muskulatur durch die Wärme entspannt sich schön. So kann man eine ganze Zeit mal liegen bleiben, kann noch ein Hörspiel hören oder zumindest schon mal John bei seinen Fitness-Tipps lauschen. Und danach, wenn der Schmerz so langsam nachlässt, kann man schön ein bisschen Mobilisation ins Spiel bringen. Dafür klaue ich dir die Klappbox wieder einmal. Der angenehme Teil ist vorbei, es beginnt der sportliche Teil. Dann muss ich weg. Nein, du bleibst schön liegen. Tipp Nummer 1 zum lockeren Mobilisieren. Ihr stellt die Beine auf und fahrt mit einem Bein Fahrrad. John, großen Kreis, nach vorne weg, Knie weit ranziehen. Wenn ihr nur mit einem Bein Fahrrad fahrt, habt ihr hinten die Mobilisation in der Wirbelsäule. Der Rücken ist entlastet, weil das andere Bein aufsteht und durch das Ranziehen und Wegstrecken des Knies wird unten das Becken immer ein bisschen bewegt und die Muskulatur kann sich wieder lockern. Stellt's, genau, wechselt mal das Bein. Die nächste Mobilisationsübung, stellt ihr beide Beine auf, schließt sie zusammen und schaukelt nach rechts und links. Immer nur so weit, wie es für euch angenehm ist. Ihr könnt die Beine bis auf die Seite legen. Ihr könnt aber auch nur ein kleines bisschen rechts, links. Immer das, was für euch angenehm ist, was euch gut tut, um die Muskulatur wieder zu locken. Zum Aufstehen rollt ihr euch dann über die Seite auf alle Viere und dort bleibt ihr dann noch einmal. Katzenbuckel, den Rücken ganz weit nach oben rausstrecken wie eine Katze und Hängebauchspeich nach unten durchhängen lassen. Auch hier mobilisiert ihr die Wirbelsäule wieder in einem entspannten Bereich. Auch hier wieder nur so weit gehen, wie es für euch angenehm ist. Und wenn sich jetzt der Rücken immer weiter gelockert hat, kommt ihr langsam wieder zum Stehen rauf. Und streckt euch nach oben, rechts und links, zieht euch richtig schön lang. Und dann werdet ihr merken, wie John, ihr steht wieder gerade und es geht euch wieder ein ganzes Stück besser. Die Übung könnt ihr natürlich ein paar Mal wiederholen. Ich wünsche euch viel Spaß, alles Gute und genießt den Winter. Bis bald. Ciao. Wenn dir unsere Videos gefallen haben, dann klickt doch einmal hier unten auf Abonnieren. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Und dort findet ihr weitere Videos von unserem Kanal. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis bald. Tschüss.